Hallo liebe Leute, sind wir wieder. Heute machen wir ein Gin and It. Das It kommt von dem Wort Italien, weil wir nämlich Vermouth Rosso verwenden. Genau, wir verwenden den Martini und das ist ja eine italienische Firma. Und ja, ich habe mir gedacht, den zeige ich euch mal, weil Gin-Trend und weil der eigentlich auch ganz lecker ist. Und ich habe mir gedacht, das ist jetzt ein Video für dich, deswegen bleibst du bestimmt auch dran. Und ich denke mal, wir starten jetzt. Für diesen Drink starten wir und geben erstmal Eis in ein Glas zum Umrühren. Wir brauchen nämlich hier ein Rührglas, das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt als nächstes geben wir einmal den Gin dazu. Davon nehmen wir 6 cl. Ich mag das ein bisschen ginlastiger. Du kannst aber auch 5 nehmen. Geben dann 5 cl an Vermouth Rosso rein. In meinem Fall habe ich ja gesagt, nehme ich den Martini. Und dann nehmen wir noch einen Dash Orange Flower Bitter von Angostura. Und rühren das einmal um. Jetzt in ein Glas geben und in das Glas geben wir neben dem Eis auch eine Orangenschale. Schon mal präparieren. Das hier ist der Gin and It und ich rieche einmal dran für euch. Man riecht auf jeden Fall den Vermouth und man riecht auf jeden Fall den Gin. Vom Aroma her richtig lecker. Das Aroma variiert natürlich ein bisschen von der Intensität des Gins an, ab, also vom Geschmack her, aber auch von der Stärke. Aber es ist echt ein sehr leckerer Drink. Für einen Klassiker gebe ich den optisch, weil es ja in die Richtung geht wie ein Klassiker, auf jeden Fall auch so 6 Punkte. Und vom Geschmack her würde ich dem sogar eine 9 geben, weil ich persönlich den richtig geil finde. Und ja, ich würde sagen, das ist ein schöner Drink. Hier findest du noch weitere Videos, eine Playlist, einmal zum Beispiel für klassische Drinks, wenn du da Interesse daran hast. Ansonsten ein weiteres Video, was ich für dich extra ausgesucht habe. Ja, und dann würde ich sagen, bin ich raus und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.